Ich habe gerade auf Instagram von Lini Studies gelesen, die Frage nach, was ist dein Ziel und warum hast du dieses Ziel? Also warum studierst du Informatik? Das ist ja offenbar dein Ziel, deinen Beruf zu kriegen. Solche Fragen bekommt man gestellt in Bewerbungsgesprächen von Eltern, Freunden. Und diese Frage nach dem Warum, die finde ich ein kleines wenig verteufelt, weil sie in die falsche Richtung zielt. Wenn wir versuchen, das rational zu begründen, sind wir völlig hoffnungslos verloren. Das kennt ihr bestimmt auch. Es gibt diesen schönen Eisberg. Und wie viel von dem an diesem Eisberg ist uns Menschen bewusst zugänglich? Warum tun wir was? Unsere Motive? Es ist ein kleiner Bruchteil dessen, der uns wirklich ausmacht, den wir verstehen, zu dem wir Zugang haben. Der Rest ist verborgen. Also warum mag ich zum Beispiel so gerne die Informatik? Ich habe keine Ahnung, woran das liegen mag. Rational werde ich das nicht erklären können. Aber wenn ich versuche, diese Frage nach dem Warum zu beantworten mit Geschichten, wenn ich anfange zu erzählen, dass ich schon mit 14, 15 anfing zu programmieren, dass ich mich wie Sau gefreut habe, als mein erstes kleines Programm auf dem Bildschirm etwas machte, als ich eintauchte in Maschinensprache, Assembler, oder später, als ich gemerkt habe, wie Methodik funktioniert, was funktionale Programmierung macht, als ich meine erste eigene Programmiersprache entwickelt habe, Concise, eine konkatenative Programmiersprache, als ich damals Scheme umgesetzt habe, was ich damals mit meinem Doktoranden Diskussionen gehabt habe, wie wir nächtelang da gesessen haben. Wenn ich solche Geschichten erzähle, dann merken Sie, dass ich Lust auf Informatik habe, dass ich eine Beziehung zur Informatik habe, die mich vielleicht unterscheidet von anderen, die diese Frage beantworten. Jeder wird sie nämlich anders für sich beantworten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn es um das Warum geht. Es geht nicht um die tiefen rationalen Gründe, sondern um das Ergründen, welches Verhältnis haben wir zu etwas, in welcher Beziehung stehen wir dazu. Und das ist dann viel, viel einfacher für sich zu beantworten, nicht wahr?